Hallo und herzlich willkommen bei Iris und Ovis Womowelt. Haben wir schon lange nicht mehr gesagt, gell? Nee, es ist auch langsam überfällig, weil wir haben ja schon lange versprochen, das Albanien-Fazit-Video zu drehen. Und heute bei dem herrlichen Wetter, wo auch mal am Bodensee die Sonne rauskommt, vor lauter Nebel. Haben wir gesagt, jetzt wird es Zeit, dass wir das machen. Ja, wir möchten euch gerne ein Fazit geben über unseren Albanien-Urlaub, den wir im September gehabt haben, 3 Wochen lang, ihr habt es gesehen, und wir möchten euch so die wichtigsten Tipps jetzt einfach mal weitergeben. Wir fangen jetzt an, standardmäßig mit der Routeplanung vor Albanien. Ein Klassiker bei uns, wir setzen uns Pins bei Google Maps, die man dann im Urlaub meist individuell planet, wie man die dann abfahrt. Und diesmal haben wir auch auf YouTube natürlich wieder geschaut, um an die Pins ranzukommen. Wer war da schon unterwegs? Ja, und leider wurde man da ziemlich abgeschreckt von vielen YouTubern, die mit irgendwelchen Offroader, Allrad, Overlander da unterwegs waren, auf die abenteuerlichste Strecke unterwegs. Ja, eigentlich wollte man das Projekt Albanien schon canceln, weil man dachte, da können wir mit unserem Prinz eigentlich nie hinfahren. Ja, und man hört ja auch viel von den schlechten Straßen. Ja. Aber hier kommt der bekannte Benny Goes Overland, den wir ja auch schon in den Albanien-Videos erwähnt haben. Der heißt ja in Wirklichkeit Christian. Also hallo Christian. Hallo. Also vielen Dank nochmal, dass du mit deinem riesen Overlander eigentlich auf ganz normale Straße unterwegs warst und uns gezeigt hast, man braucht hier keinen Offroader. Ja. Und dann wurde das Land Albanien natürlich für uns wieder sehr interessant. Ja, dann haben wir vom Benny fast alle Pins gesetzt und dann haben wir unsere grobe Reiseroute dadurch ja auch gehabt. Albanien ist ja ziemlich länglich, das heißt, man muss einmal runter, einmal hoch. Für uns war klar, Küste runter, Berge hoch. Ja. Aber das haben wir dann, Gott sei Dank, uns nochmal anders überlegt. Und das ist ja auch das Tolle an unserer Reiseplanung. Wir können hier auch nochmal kurz einblenden, das Video So reisen wir. Das gilt eigentlich heute auch immer noch, obwohl es jetzt schon ein bisschen älter ist. Das heißt, wir haben vor Ort umgeplant und die Reiseroute haben wir dann so zusammengestellt, dass man von Skoda aus zuerst mal die paar Bergtäler gemacht hat und dann über die Berge runter in den Süden gefahren ist und über die Küste zurück. Ja. Es hat so ein bisschen den Vorteil gehabt, dass man zuerst so ein bisschen das Abenteuerliche, Anstrengendere erlebt hat und dann über die Küste wieder ein bisschen gemütlich zurückgefahren ist. Ja, wir wollten uns einfach so am Meer ein bisschen Zeit lassen und das konnte man eher einschätzen zum Schluss der Reise. Mhm. Und das hat sich aber auch bewährt. Das war richtig gut. Wir haben am Meer ja ein paar Tage verbringen können und das hat auch richtig gut getan. Ja, also das wäre jetzt mal grob unser Tipp. Eine grobe Reiseroute bei Google Maps können wir noch mal zusammenstellen und euch dann auch einblenden, wie wir da grob unterwegs waren. Zur Reisezeit, also wir waren ja im September, direkt nach unseren Sommerferien in Baden-Württemberg, sind wir losgefahren und wir müssen sagen, das hat sich sehr gut bewährt. Also die Reisezeit September ist eine sehr gute Reisezeit. Es war nicht viel los in Albanien, das Wetter war wunderschön. Wir hatten immer so zwischen 25 und 30 Grad, aber es war sehr angenehm und würde man auch jederzeit so wieder machen. Was man beachten muss, wenn man jetzt sagt, man möchte das gerne mal im Frühjahr machen, kann sein, dass einige Straßen gerade an den Bergen noch gesperrt sind wegen Schnee. Denkt man so nicht dran an die südliche Gegend, aber da schneit es ganz ordentlich. Mhm. Ein Ausweis reicht für Albanien genauso der Personalausweis, wie er bei uns auch reicht. Wir mussten natürlich aufgrund der Situation, und zwar wurden wir in Bosnien, Herzegowina, Montenegro und wir meinen auch in Albanien, mussten wir unseren 3G-Nachweis, unseren Impfnachweis zeigen. Mhm. Und was ihr dort auch immer sehen möchtet, also muss man wirklich anhalten und Papiere raushalten, was ihr immer sehen wolltet, war auf jeden Fall Fahrzeugpapiere und auch der grüne Versicherungsschein. Mhm. Und da vielleicht mal der Tipp, einfach mal schauen, ob da Albanien dabei ist. Die sind ja, manche Länder sind ja ausgestrichen. Ja. Können wir uns jetzt nicht vorstellen, aber einfach mal nachschauen. Zu den Reisekosten.
das muss ich mal ein bisschen ablesen, das haben wir uns nämlich hier notiert. Und zwar haben wir für die Vignette in Österreich 2x10 Tage, also 20 Euro insgesamt bezahlt. Teilweise gibt es dort auch Mautstrecken. Wir haben Vignette Slowenien für einen Monat 30 Euro bezahlt. Maut Kroatien haben wir ca. 100 Euro. Da muss man dazu sagen, 100 Euro klingt, es ist viel, ja, muss man sagen. Aber man fährt dafür die komplette Autobahn und Kroatien ist ja verdammt lang bis runter nach Bosnien. Ja. Und zwar konstant Tempo 130, außer in Tunnels. Und man muss sagen, eine richtig toll ausgebaute Autobahn. Ja. Und wenn man halt nach Albanien will, dann möchte man sich halt nicht zu lang aufhalten. Und für uns war es dann auch richtig gut, da zu fahren. Und es war auch eigentlich sehr leer auf der Autobahn. Also es war immer freie Fahrt. Ja. Also das war die Maut in Kroatien. Dann der Diesel ist am günstigsten in Bosnien. Da kostet der Liter 1,10 Euro. Stand September. Ja, 2021. Das kann sich ja jetzt schon guten Euro geändert habe. Also wir haben auch hier jetzt nicht unsere gesamte Dieselkosten aufgeführt, weil das ja wirklich individuell bei jedem anders ist. Man kann sagen, von Albanien-Urlaub von Süddeutschland aus, wo wir herkommen, waren es 6.000 Kilometer. Ja. Und jetzt hängt es halt von euch davon ab, wie ihr rumfahrt. Also, von wo ihr seid. Ja. Ja. Und was, bis wenn ihr losfahrt, der Diesel dann kostet. Ja. Wir haben auch Campingplätze angefahren, die kosten so ca. 10 Euro. In Škoda, wo wir waren, da haben wir 15 Euro bezahlt. Und das war ein Luxus-Campingplatz. Das war ein toller Campingplatz, ja. Also die Campingplätze sind doch sehr günstig dort. Mhm. Ja. Dann für uns natürlich immens wichtig, Internet. Also wir brauchen hier ein bisschen mehr. Also dank EU-Roaming ist bis Kroatien kein Problem und dann müsst ihr wieder aufpassen mit Roaming, dass ihr da nicht in die Falle tappt, entsprechend vorher die Handys abschalten. Wir haben in Albanien, gibt's, haben wir so gesehen, zwei große Anbieter, das ist Vodafone und One. Und ich glaube, wir haben so grob zahlt bei Vodafone für 30 GB Internet 16 Euro und bei One für 13 GB waren es, glaube ich, 40 Euro. Das ist so ein Touristenangebot, das 30 Tage gilt. Falls ihr auch noch in Montenegro ein bisschen Zeit verbringt, ich muss das hier erwähnen, da zahlt ihr für 500 GB 15 Euro, 30 Tage gültig. Das brauche nicht mal mir, oder? Nee. Nicht mal wir, wenn wir Filme hochladen. Ja, aber da sieht man, das geht. So kann man Tourismus auch ankurbeln. Ja. Es gibt fast überall gutes LTE-Internet, also wir haben eigentlich bis auf ein paar Bergtäler also immer optimalen Empfang gehabt. Ich erinnere mich, der einsame Strand, wenn er daran denkt, 5 Kilometer Strand, wo wir ganz allein waren, das war ein Naturschutzgebiet. Ich glaube, man fährt eine halbe Stunde die Schotterstraße bis zum nächsten Ort. Da hatten wir auch super LTE gehabt und da haben wir innerhalb von 10 Minuten 3 GB Film hochgeladen. Mhm. Also auch internetmäßig. Ich muss es wieder sagen, überall außer Deutschland, in Europa hat man eigentlich immer Top-Internet. Ja. Da gibt es eine nette Geschichte zum Internet. Und zwar, als wir am Oritsee waren und da nach Linn gelaufen sind. Ja, da waren wir ja essen bei Rosas Airbnb, könnt ihr euch vielleicht erinnern. Und da sind wir so durch die Straße gelaufen und da sehe ich, wie die so eine Strippe ziehen. Ja, und komme mit denen so ins Gespräch. Ja, Internet, die machen ihr Internet. Und der Ort war ja jetzt wirklich, war ein sehr einfacher Ort. Es war ein sehr einfacher Ort. Das war jetzt nicht irgendwo mitten in der Stadt. Und ich habe gedacht, ja, die kriegen halt Telefon oder sowas. Und dann gucke ich auf die Kabelrolle und da steht FTTH. Und das bedeutet Fiber to the Home. Und habe ich gesagt, Glasfaser. Ja, ja, Glasfaser. Also ist vollkommen klar, dass die dort Glasfaserkabel verlegen. Im Ort am Arsch der Welt kriegen die alle Glasfaser. Der hat sich sogar gewundert, dass wir überhaupt danach fragen. Das war irgendwie ganz, okay. Also ein Traum für uns, vielleicht kriegen wir das ja auch mal irgendwann in Deutschland. Okay, dann bezahlen. In Albanien gilt ja die Währung Lek und wir haben sehr viel Bar bezahlt.
Man kann auch mal in Euro bezahlen, also die sind mit beiden Währungen auch einverstanden. Aber mit dem Leck ist man einfach am sichersten, ja, wenn man in irgendeinem Dorf oder in irgendeinem Straßenrand oder auf irgendeinem Basar was kauft, da nimmt man einfach am sichersten Leck. Man kann natürlich auch mit Kreditkarte zahlen, Tankstelle, Supermärkte und so weiter. Unser Tipp, holt einfach ein bisschen mehr von denen Leck ab. Und am Schluss, wenn ihr merkt, ihr habt da noch übrig, dann zahlt halt im Supermarkt oder auch mal an der Tankstelle dann halt mit Bargeld. Ja. So kann man das, so kriegt man das gut hin, bevor man das Land verlässt, dass man da kein Bargeld mehr hat. Ja. Ja, Stellplätze und Freistehen. Albanien ist ja das einzigste Land in Europa, wo man noch offiziell freistehen darf. Also noch, jetzt im Jahr 2021 war es noch so. Das war einfach schön. Und gerade wieder als Beispiel, als wir an dem Strand standen, da kam auch öfters die Polizei vorbei. Und beim ersten Mal haben wir uns gedacht, ja okay, jetzt sagen die, wir sollen da wegfahren. Aber das war gar nicht so, sondern die haben sich lediglich bei uns erkundigt, ob es uns gut geht, ob alles in Ordnung ist. Und da haben wir gesagt, ja, uns geht's gut und es ist alles in Ordnung. Traumstrand, herrliches Wetter. Und da haben sie gesagt, top und schöne Zeit und sind wieder weitergefahren. Das müsst ihr euch einfach mal vorstellen. Ihr steht am einsamen Strand und dann kommt ein Polizeiauto am Strand, fragt, ob es gut geht und fährt weiter. Ja, genau. Einfach mal so ein bisschen. Ja, also von daher war es wirklich sehr angenehm, so zu reisen, so wie wir es das ja auch gerne tun. Deshalb Albanien, absolutes Traumland, wer halt auch gern freisteht, weil man darf es einfach offiziell überall. Ja, da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, Campingplätze. Es gibt in Albanien schöne kleingeführte Campingplätze, sehr günstige Campingplätze, haben wir auch teilweise ein bisschen genutzt. Was wir aber auch sehr gerne genutzt haben, war wirklich die Möglichkeit bei den Einheimischen, die ihren Garten zur Verfügung stellen. Offiziell haben sie ein großes Schild Camping vor der Tür und dann darf man bei denen im Garten stehen, zahlt denen kleines Geld, 10 Euro und man kann die Leute dann noch ein bisschen unterstützen. Das Thema der Straßenverhältnisse, wie eingangs erwähnt, wir wollten zuerst gar nicht hin, weil sie zu schlecht berichtet haben da davon in YouTube-Videos. Dank Benny sind wir dann hin und es hat sich bestätigt, wir fanden die Straße überwiegend sehr gut bis top. Mhm. Also es gibt wirklich auch Landstraßen im Landesinneren, wo man wirklich zügig vorankommt. Und die sind auch immer wieder am Bauen. Also man sieht im ganzen Land, wie sie Straße erneuern und bauen. Also da tut sich echt was. Natürlich, wenn man zur Comanfähre fährt, das ist eine Straße absolut abseits. Da ist man ja immer fast allein unterwegs. Da war die Straße schon mal holprig. Sie war geteert, klar, sie hat mal Schlaglöcher. Und wir fanden die doch relativ gut. Manche schreiben dann die Kommentare, oh, die Straße war schrecklich. Also auch hier muss man sagen, es kommt halt immer drauf an, Das eigene Empfinden bei der Sache ist. Ja. Wir fahren mit unserem Wohnmobil halt durch Albanien und erwarten nicht überall ganz neu geteerte Straße. Man fährt auch mal über Schotterstraße und für uns fahren die sehr gut. Mhm. Ja. Was man dann noch sagen kann, im Hinterland kommt man auch sehr langsam voran, aber das liegt nicht an der schlechten Straße, es liegt einfach daran, dass es wahnsinnig viele Kurven gibt. Also das ist ganz eng, kurvig. Wir mit unserem Prinz hattet gar kein Problem und wir nehmen auch an, dass größere Wohnmobile, wir werden ja oft danach gefragt, normalerweise möchte man da keine Aussage machen, weil wir haben halt den Prinz deswegen mit 6 Meter und kompakt, damit wir überall vorankommen. Aber wir haben auch größere Wohnmobile gesehen, also Albanien, denke ich, sollte da kein Problem sein. Also wir haben ein bisschen immer darauf geachtet, weil wir ja wissen, dass es euch brennend interessiert und oft die Frage kommt, komme ich da mit meinem größeren Wohnmobil? Und wie der Uwe gerade gesagt hat, es gibt oft Straßen, wo solche Kehren sind. Wir konnten da immer schön durchfahren und vielleicht ein längeres Wohnmobil muss vielleicht dann doch mal kurz anhalten, ein bisschen zurücksetzen und dann aber weiterfahren. Also wir denken, es ist für alle möglich. Ja. Und da der Benny auch ein großes Wohnmobil hat, sollte das klappen.
Was man noch berichten muss, die Albaner selber fahren sehr, sehr defensiv. Ja. Das liegt wahrscheinlich daran, weil in Albanien sieht man Unmenge an alte Mercedes von uns, meistens der gute alte 190er Diesel. Und die tuckern da mit 30 ganz gemütlich durch die Gegend. Also das war sehr auffällig. Man braucht sehr viel Geduld. Man braucht auch hier, weil wenn es dann noch kurvige Strecke sind, doch auch mal Geduld. Also anders wie in viele südliche Länder, wo man so Raser erwartet. Nee. Das ist dort nicht. Mhm. Nächster Punkt, die Verständigung. Also man kommt in Albanien wirklich sehr, sehr gut mit Englisch durch. Was schön war zu sehen, also gerade mit Englisch oder mit Hände und Füße, also das klappt immer irgendwie. Was ein sehr schönes Erlebnis war, wir hatten ein paar Jugendliche mal getroffen und die haben sich uns dann gleich angenommen und haben gesagt, hey, wenn ihr Hilfe braucht, gell, dann kommt auf uns zu, wir übersetzen euch. Die haben das dann auch gemacht, das Angebot haben wir angenommen und das war einfach top, also es war einfach schön. Also es gibt doch einige Albaner, auch Jugendliche, die halt auch mittlerweile vielleicht sogar in Deutschland lebt, ja, und entweder dort zum Urlaub wieder zurück sind, wie es wahrscheinlich in dem Fall bei uns, mhm, der Fall war. Also man wird hier überall ganz freundlich unterstützt. Ja, das schon. Und mittlerweile, also man braucht auch wirklich keine Angst zu haben, in ein Land zu gehen, wo man sagt, ah, die sprechen jetzt kein Deutsch und ich kann vielleicht kein Englisch und so. Es gibt ja mittlerweile so tolle Übersetzungs-Apps, dass ihr da wirklich überhaupt keine Sorge habe braucht, euch nicht verständigen zu können. Der Tourismus selber, also Albanien ist ja ein aufstrebendes Tourismusland. Wir haben festgestellt, im Moment halt überwiegend am Meer. Wo wir in Xamil waren, da haben wir uns gefühlt wie im, mhm, Urlaub. Also wie im klassischen Strandurlaub. Im Landesinneren sieht man das gar nicht. Mhm. Es gibt vielleicht mal so Hotspots wie das Blue Eye, wo halt dann sehr viele Touristen auch mit Busse hingekarrt werden. Ja. Aber im Großen und Ganzen, wenn ihr durch Albanien fahrt, merkt ihr von Tourismus wenig. Gut, wir waren jetzt auch im September unterwegs, aber wir glauben, dass im Landesinnere jemand, der wie uns mit Wohnmobile rumreist, also wirklich noch relativ allein dort unterwegs ist. Ja. Ja, der nächste Punkt, das war das Müllproblem in Albanien. Wir hatten es ja auch in einem letzteren Video von Albanien gezeigt. Albanien hat ein Müllproblem, wie viele andere südliche Länder ja auch. Also es ist jetzt nicht nur, dass es nur Albanien ist, sondern andere auch. Also das fanden wir gut. Wir haben sehr viele Kommentare bekommen, ja, wo die sagen, das ist ja normal, wenn man in südliche Länder fährt. Ja, also vermutlich haben wir das jetzt der Albaner zugeschrieben primär, aber anscheinend ist das so wie in andere südliche Länder auch. Genau, ja. Und also da muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn Albanien möchte, den Tourismus ein bisschen ankurbeln möchte in Albanien, dann müssen sie da wirklich was tun. Weil es ist echt schade, diese wunderschöne Natur und das wunderschöne Land leidet doch ein bisschen an dem Müll. Also man sieht es dann doch ein bisschen anders. Dann kommen wir zu unserem eigenen Müll. Das ist das Stichwort Fahr- und Entsorgung. Tja, Restmüll hat man eigentlich gar kein Problem. Es findet sich überall Container am Straßenrand. Ja. Nur die Frage, wenn man den Müll da reinschmeißt, muss man sich halt überlegen, wo landet er. Aber ja, es ist halt so. Mhm. Das Thema Frischwasser, das haben wir gezeigt an viele Tankstellen. Einfach Frage, gibt es irgendwo einen Wasserhahn? Und wir waren uns ja nicht ganz sicher bei Albanien und haben da nur den Alpfilter besorgt. Und den haben wir hier mitgenommen und das ist schon ein gutes Gewissen gewesen, falls doch irgendwas wäre, dass wir da sauberes Trinkwasser in den Prinz kriegen. Wobei mir aber glaube, dass das Wasser in Albanien sehr, ja, gut ist generell. Ich sage, also es ist wirklich Trinkwasserqualität und man braucht keine Sorge haben. Und von daher, und mit dem Alpfilter waren wir dann auch wirklich 100% sicher, dass da wirklich nichts ist. Ja. Dann haben wir noch Grau- und Schwarzwasser. Grauwasser überwiegend natürlich bei Campingplätzen, die haben so Stationen. Also dort kann man auch mal nachfragen, ob man mal vor- und entsorgen darf. Mhm. Und ab und zu mal einen Campingplatz einzubauen, wäre da auch kein Problem. Toilette, wir haben halt die Trockentrenntoilette, weil wir gern autark unterwegs sind. Wir haben nur noch den Urinbehälter, den wir normale Toilette entsorgen können. Uch.
Libelle. Eine Libelle, ja, hier vom Teich. Schon Angriff. Und da Albanien hier auch so ein Entwicklungsland ist, würdet mir eh empfehlen, dort jetzt weniger mit Chemietoilette hingehen, sondern dass man wenigstens einen Sog verbaut hat oder soll Bio verwendet oder sowas. Weil selbst wenn man dort eine Toilette findet, wo man das entsorgt, weiß man halt auch nicht, wie da die Aufbereitung ist. Wobei man schon sagen muss, jetzt im Laufe der Jahre in den Ländern, wo wir waren, dass man wirklich mit Chemietoilette nicht weit kommt. Und mir empfehle euch wirklich, das kostet 100 Euro, den Sog einzubauen. Wir haben da auch ein Video und da könnt ihr wirklich ohne Chemie unterwegs sein und da seid ihr wirklich auf der sicheren Seite. Gut, das Thema Strom. Wir sind ja autark, großer Akku, sind jetzt auf die Faltpanels erstmal umgestiegen. Mittlerweile sind auch die Solarpanels vom Dach abmontiert. Da sind wir mal gespannt auf das Experiment, wie das funktioniert. Und Gas, wir wissen es nicht. Wir haben zweimal 11 Kilo mitgenommen, wir mussten nicht heizen. Das hebt dann ewig. Genau. Ja, also wer länger unterwegs ist, muss sich da selber informieren, was die für Gassystemen haben. Zum Einkaufen. In Albanien gibt es sehr, sehr viele Straßenstände, wo man topfrisches Gemüse und Obst kaufen kann. Und das empfehlen wir auch. Also wir haben da immer wieder Straßenstände angefahren und es war richtig toll, das Gemüse. Es gibt auch Supermärkte, da kriegt man auch alles, außer mit dem Fleisch. Das ist ein bisschen problematisch. Also wir haben uns da tatsächlich etwas schwer getan und wir haben uns eher so ein bisschen auf Fisch beschränkt. Beziehungsweise ein einziges Mal hat er mal diese Cevapcici-Würstchen gekauft. Aber in den Supermärkten, da liegt das Fleisch unverpackt in den Gefriertruhen. Teilweise oder schlecht eingeschweißt. Oder ja, und also das Fleisch hat uns einfach nicht zugesagt. Nee. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da wäre ich zum Vegetarier geworden. Fisch, toll, toller Fisch, frischer geht nicht. Und Gemüse, mit dem Fleisch taten wir uns etwas schwer. Übrigens, Fisch auch am Straßenrand. Man soll es nicht glauben, frische Forelle, da haben die so Aquarien aufgebaut. Und da sind Forelle drin, die kriegt man dann ganz frisch geschlachtet am Straßenrand. Ja. Zum Essen gehen, wie gesagt, man kann wirklich gut essen gehen. Wir empfehlen, oder für uns war dann natürlich der Fisch eher so im Vordergrund, traumhaft. Ansonsten mal haben wir ja auch gemacht, in irgendeinem Ort mal in so ein albanisches Lokal gehen. Kann das alles ausprobieren. Das ist manchmal auch so ein bisschen arabisch angekocht mit Börek und so weiter. Also alle Sachen, die auch so sehr lecker schmeckt. Man findet da immer irgendwas. Man tut sich eventuell nur mit der Karte schwer, die zu lesen. Ja, genau. Also da hilft auch wieder die Translator-App. Ja, oder einfach mal sage, ach, gib mir einfach was Traditionelles und die wissen es dann schon und gebe einem dann so ein paar Sachen und dann lohnt sich das auch. Mhm. Zur Sicherheit. Es gibt auch für Albanien oder über Albanien viele Vorurteile. So, oh Mann, und in dieses Land wollt ihr reisen? Und teilweise habe ich sogar gehört, da leben ja die Taliban. Also, haben das verwechselt mit Afghanistan. Wir lassen uns dann da nicht beirren, Gott sei Dank, weil wir sind schon oft eines anderen belehrt worden und so auch in Albanien. Albanien war für uns zu keiner Zeit unsicher. Also nirgends, egal ob wir jetzt in irgendwelche Städte unterwegs waren und wir waren ja wirklich im Hinterland unterwegs, waren keine Touristenstädte. Die Leute haben natürlich sofort gesehen, dass wir nicht aus Albanien sind, oder immer sehr freundlich behandelt, absolut. Ja, also wie wir es vorhin gesagt haben, am Strand kommt die Polizei, geht's euch gut, Jugendliche kommen an den Strand und alle grüßen einem. Die fahren mit den Mopeds auf dich zu, was denkst du bei uns, wenn eine Horde Jugendliche mit Mopeds kommt? Und die fahren vorbei und winken und hallo, also faszinierend. Also jeder redet mit dir, keiner läuft ungrüßend an dir vorbei. Also wir hatten so schöne Erlebnisse. Einige Kommentare haben wir erhalten von Frauen, die ganz offen gefragt haben, Mensch Iris, würdest du als Frau da auch alleine hinreisen? Und ich kann da sagen, ja, ich würde nach Albanien alleine reisen und ich hätte überhaupt keine Angst dort.
Das ist doch ein Statement für Albanien. Ja. Ja, ich glaube, bei Albanien ist ein bisschen das Problem, auch wegen der Sicherheit. Das ist bei uns ein unbekanntes Land. Ja. Und deswegen ist man halt da erstmal vorsichtig. Aber ja. Also es gibt Länder, die näher an Deutschland grenzen. Da würde ich als Frau nicht alleine hinfahren. Unser Fazit. Ja, unser absolutes Traumland zurzeit. Als Reiseland, ja, für Leute, die wie wir auch gern mal freistehen, gern im Land unterwegs sind. Ja. Bisschen abenteuerlustig musstet ihr schon sein. Und dann erlebt ihr hier wirklich ganz tolle Momente. Ja. Die tolle Menschen, die wunderschöne Natur. Es ist für jeden was dabei. Man kann wandern in den Bergen, Ausflüge machen, Nationalparks oder auch einfach mal am Traumstrand am Meer verbringen. Ja. Ich glaube, das ist ein Punkt wie bei der Sicherheit. Man kennt Albanien nicht und hat dann schon mal Vorurteile. Aber ich glaube, viele von euch waren dermaßen überrascht, welche Vielfalt es da gibt. Wir könnten hier noch jetzt viel über Albanien reden, aber wir haben aus dem Reiseführer das Vorwort, das redet uns aus dem Herzen. Und das würde man euch gerne mal vorlesen, weil das beschreibt wirklich sehr gut, was Albanien aktuell als Reiseland darstellt. Mhm. Und zwar handelt es sich hier um ein gekürztes Vorwort aus dem Reiseführer Albanien. Ein faszinierendes Reiseland für Wohnmobile. Das ist erschienen im hobo-team.de und geschrieben von Martina Kaspar und Günter Holzmann. Und da liest euch die Iris mal was draus vor. Ausgerechnet Albanien. Das ist die erste Reaktion vieler Menschen, wenn sie von solchen Reiseplänen erfahren. Entsetzen und Empörung mischen sich mit Angst und Unverständnis. Ausgerechnet in ein Land, über das eine Menge Vorurteile und Halbwahrheiten existieren, niemand so richtig Bescheid darüber weiß und das aber seinem schlechten Ruf einfach nicht gerecht werden möchte. Wenn Sie Albanien hören oder lesen, denken viele Europäer bei diesem jungen Reiseland immer noch an Kriminalität, Drogenschmuggel und Blutrache. Tatsächlich jedoch kann man das kleine Westbalkanland als eine der sichersten Urlaubsdestinationen Europas bezeichnen, bekräftigt durch ein Statement der Vereinten Nationen. Kriminalität gegenüber Fremden ist so gut wie nicht bekannt. Als Gast genießt man Privilegien und den besonderen Schutz der überaus freundlichen und zuvorkommenden Bevölkerung. Und wer sich ohne Vorurteile, Skepsis und Misstrauen auf einen Besuch des kleinen, unbekannten Staates einlässt, wird trotz der immer noch verbreiteten Armut Großartiges erleben und von seiner faszinierenden Vielfalt sehr überrascht sein. Unberührte, wilde und bizarre Gebirgslandschaften, Weidetäler und Ebenen, vielfältige Lagunen, traumhafte Küstenabschnitte neben ursprünglichen Dörfern. Lebendige, dynamische und bunte Städte mit modernster Architektur und prunkvollen Bauten neben Handwerksvierteln und orientalischen Märkten. Zahlreiche Museen und imposante Bauwerke wie Kirchen, Klöster und Moscheen sowie unzählige antike Kulturdenkmäler. Hinzu kommt eine Bevölkerung, die jeden Besucher mit ihrer Herzlichkeit, Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft, die in Europa längst nicht mehr selbstverständlich sind, in seinen Bann ziehen wird. All dies zeichnet dieses kleine Juwel auf dem westlichen Balkan aus. Schöner kann man es nicht sagen. Ja. Ich hoffe, das ist okay, dass wir das hier zitiert haben. Aber ich glaube, das ist im Sinne von denen beide, weil die schon seit 10 Jahren dort leben. Also, auf nach Albanien mit bisschen Abenteuerlust und etwas Zeit. Es ist eine lange Anreise. Ja. Ein absolutes Traumreiseland für Wohnmobilisten, die ein bisschen Individualität suchen. Ja. Dann möchten wir euch noch einen weiteren Reiseführer ans Herz legen.
Der ist leider noch nicht erhältlich. Der kommt jetzt erst im Januar raus. Und zwar von Uli und Frank. Mit denen beide haben wir auf Instagram ein bisschen gechattet, wo wir in der Slowakei unterwegs waren. Die sind auch mit ihrem Overlander ständig unterwegs und haben da einen Reiseführer über die Slowakei gemacht. Der ist mittlerweile schon rausgekommen. Mhm. Wo wir gehört haben, dass es auch einen von Albanien gibt, haben wir sie angefragt. Aber der ist leider nicht veröffentlicht. Aber ich bin mir sicher, von dem, der nächstes Jahr hinfährt, möchten wir den auch unbedingt empfehlen. Mhm. Also entweder ihr geht auf fu-on-tour.de, da kriegt ihr auch weitere Infos über die zwei. Wir verlinken den Reiseführer, wenn er erhältlich ist, dann auch bei uns in unserer Amazon Storefront. Aber wir können ihn auch jetzt schon mal einblenden. Sehr zu empfehlen. Mhm. Vielleicht treffen wir die beide auch mal, Uli und Frank. Oh, ihr wohnt nicht so weit weg, aber ihr seid halt ständig unterwegs. Spätestens, denke ich, bei der CMT trifft man sich dann mal. Auf jeden Fall. Das ist schon das Stichwort CMT 2022. Sind wir natürlich auch dabei. Wir werden an beiden Wochenende, am ersten und am zweiten Wochenende dort sein. Wir informieren euch da aber nochmal genauer. Auch rechtzeitig, wann wir wo sind, falls ihr uns dort treffen möchtet. Ja. Da kommen noch rechtzeitig Infos. Mhm. Und wir machen ja auch immer in unseren Fazitvideos, ihr kennt es ja, unsere weiteren Urlaubspläne, weil nach dem Urlaub ist ja bekanntlich vor dem Urlaub und wir sind schon wieder fleißig am Reisen schmieden. Und wo geht's als nächstes hin? Also bleibt nur noch übrig, wo ich ja schon ewig hin will, das wäre Island. Ja, wir sind nun geimpft und hoffe, dass das jetzt auch nächstes Jahr dann so klappt. Ja, es ist schon seit einigen Jahren so ein Traum von uns, Island zu bereisen. Es war immer irgendwie was anderes, was Schönes, aber jetzt haben wir gesagt, im Frühjahr nächsten Jahr möchten wir Island bereisen mit unserem Prinzen. Ja, ganz wichtig. Ja. Also es gibt ja genau eine Fährverbindung, die dahin fährt. Ich habe mich auch schon informiert. Nicht ganz billig das Ganze, aber würde man jetzt hinfliegen und sich dort ein Wohnmobil mieten, wird es ähnlich teuer. Aber da gibt es dann wieder neue eigene Videos und ein Fazitvideo wieder, wo man dann die ganze Islandreise mit alle Kosten, das wird dann hier wahrscheinlich ein größerer Posten, euch erklären werdet. Aber wir kommen ja in der Zwischenzeit trotzdem, also bis Island ist ja noch ein bisschen und ihr werdet das ein oder andere Filmchen auf jeden Fall von uns sehen. Ja, was bleibt uns jetzt zum Schluss unseres Fazitvideos? Wir möchten uns natürlich wieder bei unserer klasse Community bedanken. Ihr seid spitze, ihr unterstützt uns, ihr habt uns begleitet, jetzt auch wieder in Albanien und es macht irrsinnig Spaß mit euch. Wir lesen jeden einzelnen Kommentar, absolut. Direkt auch im Urlaub. Wir sitzen da vor dem Wohnmobil und genießen das natürlich auch, dass wir da eigentlich sofort die Früchte unserer Arbeit auch ernten können. Und das seid natürlich ihr mit euren Kommentaren, weil von niemand anders machen wir das. Ja. Natürlich auch für uns so ein bisschen, dass wir später mal unsere Videos anschauen. Aber es freut uns, wenn wir da so viel Feedback, positives Feedback von euch bekommen. Ja, es zeigt uns einfach, dass wir nicht alles verkehrt machen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Und es tut uns gut, weil wir stecken viel Arbeit rein und also danke an euch, dass ihr uns da wirklich so unterstützt. Und eure Tipps haben wir natürlich auch wieder angenommen und einige Tipps auch von euch umsetzen können im Urlaub, ist uns auch immer ganz, ganz arg wichtig. Mhm. Ja. Ja, und jetzt werden wir hier noch das schöne Herbstwetter bei Sonne genießen. Ich glaube, ich habe so ein bisschen den Sonnenbrand schon. Ja. Und uns bleibt Tschüss zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Eure Iris. Und euer Uwe. Von Iris. Und Uwes Womowelt. Ciao. Ciao.